Mein Patient im Hospiz sollte tot sein, doch er stirbt einfach nicht. Hallo Horrorfans, bevor es mit dem Video losgeht, würde ich euch bitten, mich mit einem Like, einem kurzen Kommentar und einem Abo zu unterstützen. Das hilft mir beim Schreiben und Produzieren der Videos. Mein Name ist Mike Aberdeen. Ich bin Pfleger in einem Hospiz in Köln. Die Arbeit hier mit Sterbenden ist natürlich immer etwas unheimlich, doch vor kurzem bekamen wir einen Patienten, vor dem ich richtig Angst habe. Wie sich rausstellte, hatte ich die auch zu Recht. Doch ich fange ganz von vorne an. Vor einiger Zeit ist Frau Karberg gestorben. Sie hatte Magenkrebs und wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil sie als einzige Bewohnerin im Hospiz die Genehmigung bekommen hatte, ihre Katze mitzubringen. Dank unserer guten Palliativmediziner ist Frau Karberg ohne Schmerzen verschieden und Mr. Mittens, ihre Katze, hat bereits ein neues Zuhause gefunden. Es ist immer traurig, wenn jemand stirbt, aber das ist nun mal die Arbeit hier. Manchmal stirbt einer die Woche, manchmal einer am Tag. Ich war gerade dabei, ihr Zimmer zu säubern, als unsere Pflegedienstleitung einen Anruf bekam. Kurz darauf betrat sie das Zimmer, das ich gerade putzte. »Hör zu, hier muss alles blitzblank sein. Hast du mich verstanden?« »Sicher, so wie immer. Ist Herr Applebaum sowas wie ein Ehrengast oder woher kommt dein Eifer?« fragte ich. »Herr Applebaum wird das Zimmer nicht bekommen. Er und sein Betreuer haben sich zwar tierisch aufgeregt, aber es geht nicht anders.« Ich war geschockt. Herr Applebaum hatte bereits Wochen auf dieses Zimmer gewartet. Sie müssen wissen, dass Hospizplätze sehr selten sind. Die Leute liegen in den Palliativstationen der Krankenhäuser oder sogar im Altersheim und warten darauf, hier endlich einziehen zu können. Palliativstationen sollten die Patienten eigentlich nach ungefähr 14 Tagen entlassen und ein Altenheim ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, Sterbende zu begleiten. »Aber er hat so lange darauf gewartet. Was ist denn passiert?« wollte ich wissen. Andrea, unsere Pflegedienstleitung, seufzte. »Der Bürgermeister hat da was gedreht. Sie haben irgendwo einen Obdachlosen gefunden, der wohl in den nächsten Tagen sterben wird. Ich schätze, der Bürgermeister will daraus eine PR-Aktion für sich selbst machen. Er lässt den Obdachlosen hier ins Hospiz ziehen. Es wird die Zeitung und das Fernsehen vorbeikommen und er wird dastehen wie ein echter Wohltäter.« »Das ist unfair.« »Sicher, aber wir sind ein städtisches Hospiz und er ist streng gesehen unser Boss. Wir haben keine Wahl. Der Obdachlose wird morgen eintreffen, genau wie der Bürgermeister. Wir alle müssen morgen früh um 7 Uhr hier sein, um mit seiner PR-Agentin den Ablauf zu besprechen.« Bereits jetzt kotzte mich diese ganze Aktion tierisch an. »Denken Sie, dass man uns die Überstunden vergüten wird?« »Sicher nicht.« Am nächsten Tag gab ich mir nur Mühe, meine schlechte Laune zu verbergen, weil Sarah, die PR-Agentin, ziemlich nett war. Sie war ganz anders, als man sich so jemanden vorstellt. Weder arrogant noch unfreundlich. Dazu war sie noch professionell und pflichtbewusst. Sie war bereits eine ganze Stunde früher da und baute in unserem Teamraum eine kleine Präsentation auf. Dafür, dass sie ein altmodisches Whiteboard und keinen Laptop benutzte, mochte ich sie noch mehr. Sie erklärte uns alles, was für die Videoaufnahmen und die Fotos wichtig war. Dabei sprach sie mich besonders oft an, denn als zuständiger Pfleger für unsere neuen Bewohner würde ich am meisten mit dem Bürgermeister zu sehen sein. Ihr war es wichtig, dass wir es gut rüberbrachten, wie sehr der Bürgermeister sich eingesetzt hat, und es sollte so aussehen, als würde er dabei helfen, den ehemaligen Obdachlosen zu pflegen. Immer wenn sie über den Obdachlosen sprach, schien Sarah irgendwie nervös zu werden. Einmal glaubte ich sogar, dass sie anfing zu zittern. Das konnte ich mir nicht erklären. In der kleinen Kaffeepause, die wir nach einer halben Stunde machten, sprach ich sie an und fragte, ob es ihr gut ginge. »Ja, ja, sicher. Ich meine, es ist irgendwie komisch. Ich habe mir diesen Kerl,
diesen Obdachlosen gestern im Krankenhaus angesehen. Er hat sowas, was ich eine Aura nennen würde. So, als wäre er gefährlich. Und das, obwohl er halbtot im Bett liegt und weder sprechen noch sich bewegen kann. Ich bin verrückt, oder? Vielleicht bist du nur überarbeitet. Viele vertragen auch den Anblick eines Sterbenden nicht. Der Tod macht vielen von uns Angst, erklärte ich ihr. Naja, das ist auch so eine Sache. Die Ärzte meinten, er müsste eigentlich schon lange tot sein. Deshalb haben wir uns mit der ganzen Aktion so beeilt. Sein Puls und auch seine anderen Vitalwerte sind fast nicht messbar. Und doch lebt er noch. Das stand alles nicht in der Zeitung, musst du wissen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Die Blutwerte haben gar keinen Sinn ergeben. So als wären sie nicht menschlich. Und er ist so groß. So ungeheuer groß, musst du wissen. Das gab mir zu denken. Ob sie wohl die Wahrheit erzählte? Vielleicht hatte sie auch ein paar Dinge falsch verstanden. Es war nicht ungewöhnlich, dass der Puls und andere Werte von jemandem, der kurz davor war zu sterben, nicht mehr richtig messbar war. Und eine Blutprobe konnte verunreinigt sein oder beim Test war etwas schiefgelaufen. Ich ertappte mich dabei, wie ich nach Ausreden suchte, die mir das von Sarah beschriebene erklärten. Doch das war Schwachsinn. Ich hatte keine Angst vor dem Kerl. Erstens war er mein neuer Patient und zweitens kannte ich ihn nicht mal. Und doch war es möglich, dass ich diese Aura schon jetzt spürte? So ein Unsinn. Ich setzte mich wieder und hörte mir Sarahs Vortrag zu Ende an, bevor ich mich an meine eigentliche Arbeit machte. Ich traf die letzten Vorbereitungen im Zimmer des namenlosen Obdachlosen und gab dann mein Bestes, unvoreingenommen zu sein, als er eintraf. Er war ein Patient und war auf mich angewiesen, wenn er seine letzten Stunden oder Tage in Frieden verbringen wollte. Es war eine ehrenvolle und wichtige Aufgabe, die Sterbenden zu begleiten. Ja, ich würde keine Angst vor ihm haben, sondern ihn mit der Liebe versorgen, die ich bisher all meinen anderen Patienten entgegengebracht habe. Das waren meine Vorsätze. Und verdammt nochmal, es dauerte keine 5 Minuten, bis ich sie über Bord warf. Schon als man ihn aus dem Krankenwagen hob, fühlte ich es. Sarah hatte nicht gelogen. Sie beschrieb es als Aura. Ich würde es eher als eine allumfassende, finstere Kälte nennen, die ihn umgab. Ich weiß, dass das für Sie vielleicht keinen Sinn ergibt, aber in ein paar Minuten werden Sie es verstehen. Wir lagerten ihn in sein neues Bett um, wonach die Kollegen den Raum verließen und zum nächsten Auftrag fuhren. Jetzt war ich allein mit ihm. Der Mann war wirklich groß. Groß und dürr. Ich schätzte, dass er mindestens 2,10 Meter sein musste. Sein Mund stand ständig offen. Seine Augen waren glasig und sein weißes Haar war fast ausgefallen. Ich fragte mich, was diesem Mann passiert war. Man landete schließlich nicht einfach so auf der Straße. Irgendwie riss ich mich von den Gedanken über den großen Mann los und ging rüber in unsere Kammer, wo wir verschiedene Utensilien lagerten. Ich brauchte Kathetermaterial, damit ich ihm einen neuen setzen konnte. Als ich rausging, kam es mir kurz so vor, als ob der große Mann gelächelt hätte. Doch auch das verdrängte ich schnell wieder. Ich suchte mir alles raus, was ich brauchte, ging zurück ins Zimmer und setzte den Katheter neu. Als ich fertig war, bemerkte ich, dass die Bibel, die bei uns immer auf dem Nachttisch lag, verdreht war. Sie war so umgedreht, dass auch das weiße Kreuz, welches das Cover zierte, umgedreht war. Es zeigte nun das Kreuz des Teufels. Lag die auch vorher schon so? Was soll's, das hatte sicher nichts zu bedeuten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wer immer Sie auch sind, sagte ich, als ich das Zimmer verließ. Der Mann konnte nicht mehr reden. Zumindest hat er das nicht getan, seit sie ihn fanden. Doch er lächelte. Sein Lächeln sah finster aus. Am Nachmittag traf der Bürgermeister und dann das Fernsehteam ein. Der Reporter der Rheinländer Post kam als letztes.
Es wurden Hände geschüttelt und Nettigkeiten ausgetauscht. Ich fand es widerwärtig mit anzusehen, wie Bürgermeister Paulsen jede unserer jungen, weiblichen Pflegekräfte anmachte. Der Kerl war verheiratet und hatte 2 Kinder. Er hatte zur Seite gekämmtes, gegeltes Haar, braune Augen und trug einen feinen Armani-Anzug. Auch wenn er am anderen Ende des Raumes stand, konnte man sein teures Parfüm riechen. Irgendwann kam er auch zu mir und schüttelte meine Hand. »Sie sind Mike, richtig? Ist mir eine Freude. Wir kriegen das hin, Mike, wir kriegen das hin.« Er tat so, als wäre dies die wichtigste Aufgabe, die ich je übernommen hatte. Ein paar Fotos mit einem Schnösel. Dabei pflegte ich jeden Tag Menschen, die auf mich angewiesen waren. Das war mir wichtig. Wie die Fotos mit diesem Drecksack wurden, war mir egal. Dann gingen wir rüber zu dem Zimmer des Obdachlosen und die Show begann. Ich reichte ihm eine Infusion und er tat so, als würde er sie anlegen wollen. Ich war fasziniert davon, wie gut er war. Nicht in der Pflege, sondern als Schauspieler. Der Kerl würde keinen Finger krumm machen, doch auf den Fotos sah es so aus, als würde er meinen Anweisungen folgen und sich richtig Mühe geben. Ich schätze, Schauspielern ist das, was man als Politiker als erstes lernen muss. Zumindest, wenn man erfolgreich sein will. Es wurden noch ein paar Fotos geschossen und Videos gedreht. Ich wusch den großen Mann und Bürgermeister Paulsen tat so, als würde er mir helfen. Dann zuckte er plötzlich zusammen. Es sah so aus, als wäre er abgelenkt. »Hey Mike, haben Sie das auch gehört? Er hat gesprochen«, sagte er. »Nein, das ist doch kaum möglich.« Der Bürgermeister antwortete nicht. Er sah weiterhin so aus, als würde er jemandem konzentriert zuhören. Doch niemand sprach zu ihm. Das dachte ich zumindest. Da er nur noch abwesend wirkte, beendete Sarah das Ganze und alle gingen nach Hause. Ich fragte mich, was Bürgermeister Paulsen da gehört hatte. Am Abend saß ich bei Frau Peters. Ihre Sauerstoffwerte waren rapide abgefallen und wir waren uns sicher, dass sie die Nacht nicht überleben würde. Sie wusste das sogar schon vor uns. Heute Morgen hat sie meiner Kollegin gesagt, dass sie heute sterben würde. Das passierte überraschend oft. Ich schätze, wir Menschen merken einfach, wenn es mit unserem Körper langsam zu Ende geht. Jedenfalls habe ich mich nach meiner Arbeitszeit zu ihr gesetzt, denn ihre Familie lebte in München. Die würden noch einige Stunden brauchen, bis sie hier waren, und Frau Peters wollte nicht allein sein. Sie erzählte mir davon, wie sie vor 60 Jahren ihre Ausbildung zur Friseurin abgeschlossen hat, wie sie ihren Mann kennenlernte, wie sie eine Fahrt mit einem Dampfer über den Mississippi machten und wie ihr erstes Kind auf die Welt kam. Ich hörte ihr gespannt zu, während draußen ein heftiges Gewitter aufzog. Donner grollte und in einiger Entfernung schlug ein Blitz ein. »Und jetzt habe ich einfach nur noch Angst, Mike. Es wird schlimm werden, das weiß ich.« »Das stimmt nicht, Frau Peters. Der Tod ist nicht das Ende. Man braucht davor keine Angst zu haben.« »Oh, vor dem Tod. Davor habe ich keine Angst. Ich habe Angst vor der furchtbaren Dunkelheit, die heute hier eingekehrt ist. Sie wird alle verschlingen.« »Was war das? Was haben Sie gesagt?« fragte ich und musste dabei sofort an den großen Mann denken. Doch Frau Peters antwortete nicht. Sie würde nie wieder antworten. Im selben Moment, in dem sie die Worte aussprach, klappte ihr Kiefer nach unten und sie war tot. Ihr Licht war erloschen, einfach so. Als ich ihr die Augen schloss, schlug erneut ein Blitz ein und ich erschrak. Was hatte sie mit der Dunkelheit gemeint, die hier heute eingekehrt ist? Ich ging nach Hause und legte mich sofort ins Bett. Ein guter Schlaf war wichtig, denn morgen würde ich Nachtschicht haben. Glücklicherweise konnte ich schnell einschlafen. Ich glaube, ich habe von einer Fliege geträumt, doch ganz genau konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich war nur froh, keine Albträume über den großen Mann gehabt zu haben.
die seltsamen Vorfälle mit dem Bürgermeister, der Bibel und Frau Peters gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Am nächsten Tag fand ich mich um 21 Uhr zur Nachtschicht im Hospiz ein. Außer mir würde niemand hier sein. Gary war unser Palliativarzt in Bereitschaft, doch er würde zu Hause mit seiner Frau im Bett liegen, bis ich bei einem Notfall anrief. Das kam tatsächlich so gut wie nie vor. Alle Patienten waren gut eingestellt, was ihre Medikamente anging, und nachts war es weitgehend ruhig. Wenn jemand nachts verstarb, dann schlief er friedlich ein. Friedlich war auch heute Nacht der Begriff, der meinen Dienst gut beschrieb. Es mag sich vielleicht toll anhören, nur fürs Rumsitzen bezahlt zu werden, doch es ist stinklangweilig. Man nimmt sich Bücher mit, will Filme gucken, doch jedes Mal nickt man ein. So war das einfach, wenn nichts zu tun war. Auch heute Nacht schlief ich wieder vor meinem Schreibtisch ein. Genau wie am Tag zuvor träumte ich von einer Fliege. Sie flog im Zimmer von Frau Peters umher und fraß von dem verfaulenen Fleisch ihrer Leiche, die wohl schon seit Wochen in ihrem Bett lag. Während sie in einem von Frau Peters Augen saß, richtete sie ihren Blick plötzlich auf mich. Dann explodierte die Fliege in einem hellen Licht, das mich blendete. Ich wachte auf, weil eine Lampe brannte und das Signal ertönte, dass ein Patient meine Hilfe bei etwas brauchte. Das war seltsam. Die Lampe in Zimmer 6 war an. Das war das Zimmer des großen Mannes. Bisher war ich davon ausgegangen, dass er sich nicht bewegen konnte. Eigentlich wäre das hier eine schöne und unvorhergesehene Wendung, doch irgendwie hatte ich Angst davor, was er von mir wollen würde. Natürlich war das ebenso Unsinn wie das, was Frau Peters vor ihrem Tod gesagt hatte. Falls der alte Obdachlose es wirklich geschafft hatte, den Knopf zu drücken, der an seinem Bett hing, wollte er sicher nur etwas trinken. Langsam ging ich den Flur hinunter. Zimmer 6 war das letzte, ganz am Ende des Flures. Ich öffnete die Türe. Der große Mann lag regungslos in seinem Bett und starrte an die Decke. Der Knopf, mit dem er mich rufen konnte, hing immer noch an seinem Bettgitter. »Guten Abend. Kann ich Ihnen was bringen? Sie haben doch geklingelt, oder?« Der einstige Obdachlose gab keine Antwort. Er sagte nichts und rührte auch keinen Finger. Die Augen waren offen und starr zur Decke gerichtet. Der Kerl blinzelte nicht mal. Ich wollte gerade wieder gehen, da sah ich, dass die Bibel wieder verkehrt herum lag. Irgendwie gefiel es mir nicht, dass das Kreuz umgedreht war, und ich legte sie wieder so hin, wie sie sein sollte. Doch dabei fiel mir etwas auf. Eine der Seiten hatte einen Knick, als ob ihn jemand als Lesezeichen benutzt hätte. Las der große Mann etwa in der Bibel, wenn ihm keiner zusah? Lag sie deswegen verkehrt herum? Dann hatte ich ihn wohl falsch eingeschätzt. Ich schlug die Seite mit dem Knick auf. Eigentlich wollte ich nur wissen, was er da gelesen hatte, doch als ich die Seite aufschlug, sah ich, dass jemand etwas mit einem Bleistift hineingekritzelt hatte. Die Schrift war nicht sonderlich hübsch, aber lesbar. Dort stand: Belial ist aufgestiegen. Der Autor konnte ihn nicht aufhalten. Das Inferno war siegreich. Heilige Scheiße, was für ein verdrehter Mist war das denn? Belial ist aufgestiegen? Was sollte das bedeuten? Und wer oder was war das Inferno? Ich hatte keine Ahnung, was dieses kranke Zeug bedeuten sollte, und ich fragte mich, ob der große Mann es geschrieben hatte. Ich legte die Bibel wieder hin, als ich sah, dass er lächelte. Dann verließ ich sein Zimmer, denn in seiner Nähe war mir einfach nur kalt und unwohl. Danach passierte nichts mehr. Ich ging am Ende meiner Schicht nach Hause, schlief schnell ein und ruhte mich einen Tag lang aus. Als ich den Tag darauf zur Spätschicht um 13 Uhr eintraf, waren alle gut gelaunt und es war insgesamt ein schöner Tag. Die Sonne schien und die Vögel zwitscherten. Ich hörte, wie einige meiner Kolleginnen tuschelten und sich gegenseitig zunickten. Sie sagten, dass sie nicht gedacht hätten, dass er nochmal wiederkommt
und sich um den Mann kümmert. Zuerst glaubte ich ihnen nicht, als sie mir sagten, dass der Bürgermeister hier wäre. Ohne sein PR-Team. Angeblich besuchte er den großen Mann. Ich schaute aus dem Fenster und sah tatsächlich seinen Mercedes dort stehen. Wow. Ich muss zugeben, dass ich auch das nicht erwartet hatte. Er war bei ihm im Zimmer, hatte die Türe verschlossen und deutlich gemacht, dass sie nicht gestört werden wollten. Ich fragte mich, was er dort tat, denn er konnte sich schließlich nicht mit dem großen Mann unterhalten. Nun gut, vielleicht las er ihm ja aus der Bibel vor oder so. Irgendwie konnte ich mir das jedoch nicht vorstellen. Ich suchte ständig nach Ausreden, um am Zimmer des großen Mannes vorbeizugehen, damit ich lauschen konnte. Irgendwann öffnete sich die Tür und der Bürgermeister kam heraus. Er hatte dieselben Klamotten an wie vor einigen Tagen bei unserem Termin, war verschwitzt und hatte Augenringe. Ohne etwas zu sagen, ging er zu seinem Wagen und verschwand. Der große Mann lag in seinem Bett, regungslos, und er grinste. Ich machte mir nichts heraus, denn zu der Zeit wusste ich noch nicht, was dem Bürgermeister passiert war. Erst am nächsten Tag wurde es richtig seltsam. Ich hatte Nachtschicht und kam wie immer um 21 Uhr an. Wir machten die Übergabe und ich ging durch die Zimmer, um allen Patienten Bescheid zu geben, dass ich nun für sie da war. Als ich die Türe zum Zimmer des großen Mannes öffnete, stolperte mir tatsächlich Bürgermeister Paulsen entgegen. Ich war überrascht und wusste nicht, was ich sagen sollte. Der Mann sah furchtbar aus. Er hatte fettiges Haar, einen irren Blick und er stank. Mir fiel auch auf, dass er an seinem Jackett einen Anstecker trug. Darauf zu sehen war ein Smiley, um den herum die Aufschrift Team Peace stand. Ob er wohl die politische Richtung gewechselt hatte? Hören Sie, Mike, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Diese Aufgabe muss erledigt werden. Verstehen Sie das? Es ist wichtig. Es tut mir leid, aber so spät darf eigentlich kein Besuch mehr hier sein. Ja, wie dem auch sei, hören Sie zu. Ab morgen bekommt dieser Mann, dieser große Mann, jeden Abend eine Flasche des feinsten Weins. Ich persönlich werde ihn liefern. Jeden Abend eine neue Flasche. Haben Sie das verstanden, Mike? Was? Der Mann wird sie gar nicht trinken können. Außerdem kann ich nicht einfach einem Patienten Alkohol geben. Sie tun es oder ich lasse sie feuern. Und er bekommt den Wein von jemand anderem. Haben Sie mich verstanden? Ja. Was sollte denn dieser Mist? Ich entschied mich nachzugeben, denn selbst wenn ich ihm den Wein hinstellte, würde er ihn nicht trinken können. Ich brauchte und mochte meinen Job, und mir war klar, dass er wirklich die Macht hatte, mich feuern zu lassen. Er klopfte mir auf die Schulter und sah erleichtert aus. Gut. Danke. Danke, Mike. Sie helfen mir damit wirklich weiter. Er wird zufrieden sein. Irgendwie dachte ich, dass er damit nicht den großen Mann, sondern jemand anderen meinte, und blickte auf seinen Anstecker. Dann ging er raus zu seinem Auto. Am nächsten Tag telefonierte ich nachmittags mit Giselle, meiner Kollegin. Sie sagte mir, dass der Bürgermeister gerade ein paar Kisten Wein geliefert hätte. Angeblich aus eigenem Anbau, mit seinem eigenen Label drauf. Er stank nach Schweiß und Urin und brabbelte wirres Zeug vor sich her. Alle dort waren etwas besorgt über dieses Verhalten. Wir waren uns jedoch einig, dass wir den Anweisungen einfach folgen würden, da der große Mann den Wein sowieso nicht trinken konnte. Ich kam zur Nachtschicht um 21 Uhr und sah mir die Weinflaschen des Bürgermeisters an. Ich wusste gar nicht, dass er seinen eigenen Wein herstellte und fragte mich, wo er das wohl tat. Doch das ging mich auch nichts an. Ich machte meine Runde und begrüßte alle Patienten. Bevor ich jedoch zu Zimmer 6 ging, holte ich mir eine der Flaschen von Bürgermeister Paulsen. Wir lagerten sie in der Teamküche hinter dem Büro, damit sie niemand sah, der seine Angehörigen besuchte. Ich stellte die Flasche ohne ein Glas auf den Nachttisch. So,
Da haben Sie Ihren Wein. Mit den besten Empfehlungen von Bürgermeister Paulsen, sagte ich. Natürlich gab er keine Antwort. Neben dem Wein lag die Bibel. Und natürlich lag sie wieder falsch herum da. Den Knick in einer der Seiten hatte ich beim letzten Mal entfernt. Da war ich mir ganz sicher. Doch da war wieder einer. War das vielleicht der Bürgermeister gewesen? Oder trieb dieser alte Kerl hier ein ganz krankes Spiel und schickte mir so seine verdrehten Nachrichten? Ich schlug die Seite auf und las, was diesmal auf die Heilige Schrift geschmiert wurde. Thynäa, die Herrin der Lust, ist aufgestiegen. Lust, Lust, Lust. Die Herrin der Lust? Sollte das eine Domina sein? Aber inwiefern ist sie aufgestiegen? Langsam beschlich mich ein Verdacht. Waren das die Namen von irgendwelchen Dämonen? Thynäa, Belial. Ich glaube, diese Namen irgendwo schon mal gehört zu haben. Was war dieser Kerl überhaupt? Ich ging aus seinem Zimmer, als ich sah, dass der große Mann wieder lächelte. Im Büro dachte ich weiter über ihn und das Rätsel nach, was er darstellte. Wie es Sarah, die PR-Agentin, schon am Anfang gesagt hatte, der Kerl stirbt einfach nicht. Seine Werte sind unmenschlich niedrig, seine Haut ist blass und er zeigt keine Reaktion auf seine Umgebung. Und doch scheint er irgendwie wach zu sein. Er schickt mir diese höllischen Botschaften, spricht anscheinend mit dem Bürgermeister und hat ihn so manipuliert, dass er ihm dient. Mit diesen finsteren Gedanken nickte ich wieder ein und hatte furchtbare Albträume. Meine Kollegen waren tot. Hannah, Giselle, Thomas, alle. Eine Fliege surrte um sie herum und labte sich an ihrem Fleisch. Ich stand in der Türe und beobachtete das alles, ohne etwas zu tun. Dann sah ich, dass sie gar nicht tot waren. Sie lebten noch, doch sie lagen einfach nur da, mit aufgeschlitzten Bäuchen und sahen zu, wie die Fliege sich an ihnen nährte und ihre Eier in ihnen ablegte. Erst kurz bevor die Frühschicht eintraf, wachte ich auf. Ich war schweißnass, hatte Augenringe und sah richtig kaputt aus. Ob es so wohl auch dem Bürgermeister gegangen war, bevor der große Mann ihn in seinen Bann gezogen hat? Wir machten wie immer die Übergabe und ich schlenderte hinaus. Dabei sah ich, dass die Tür vom Zimmer des großen Mannes offen stand. Ich ging herüber, um sie zu schließen, doch dazu kam es nicht. Ich konnte mich vor Schreck kaum bewegen. Die Flasche Wein, die ich ihm auf den Nachttisch gestellt hatte, war leer. Der große Mann lächelte. Ich rannte aus dem Hospiz, stieg auf mein Fahrrad und fuhr nach Hause. Dort verkroch ich mich unter meiner Bettdecke. Ich fühlte mich wie ein Siebenjähriger, der zum ersten Mal mit seinem Vater einen Horrorfilm geguckt hat. Die Angst zehrte mich fast auf. Was war nur mit mir los? Ich musste mich zusammenreißen. Auch wenn dieser Kerl komisch war, würde er auch irgendwann sterben, wie jeder meiner Patienten. Ich hörte motivierende Musik, sah mir einen witzigen Film an und machte etwas Sport. Das half und ich konnte noch ein bisschen schlafen, bis ich zur nächsten Nachtschicht musste. Als ich wieder im Hospiz ankam, sagte mir Giselle, dass ich nicht in Zimmer 6 gehen sollte. Der Bürgermeister wäre dort. Inzwischen wunderte mich gar nichts mehr. Ich beschloss, mich nicht mehr darüber aufzuregen, doch die Neugier blieb. Was machte er dort beim großen Mann? Nachdem die anderen alle weg waren, schlich ich langsam zur Türe von Zimmer 6 und lehnte mein Ohr dagegen. Ja, ja, Meister. Ja, mein Herr. Verdammter Mist. Der sprach tatsächlich mit dem großen Mann. Hörte ich da sogar ein Flüstern? Konnte sein. Ich beschloss, mich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, um nicht verrückt zu werden, und ging ins Büro zurück. Als ich kurz darauf meine Runde machte und alle begrüßte, kam der Bürgermeister aus dem Zimmer. Er sah krank aus und irgendwie auch ängstlich. »Geht es Ihnen gut?«, fragte ich aufrichtig.
Sein Blick war trüb und leer. »Die Höllenfürsten werden kommen«, murmelte er vor sich hin. »Was? Was haben Sie gesagt?« »Nichts. Sorgen Sie dafür, dass er den Wein bekommt. Ich stelle ihn selbst her, wissen Sie? Es ist eine schwierige Prozedur, aber ich tue es. Für ihn.« Er blickte auf seinen Anstecker. Dann schlenderte er aus dem Hospiz und sah dabei selbst wie ein Obdachloser aus, der nicht mehr lange leben würde. Ich atmete tief durch, holte die Flasche Wein und stellte sie dem großen Mann auf den Nachttisch. Ich wusste nicht, warum ich das tat, aber ich rückte die Bibel wieder richtig. Vielleicht tat ich es, weil es falsch war, dass das Kreuz auf dem Kopf stand. Eigentlich war ich nie ein gläubiger Mensch und machte mir nichts aus Gott, doch inzwischen hoffte ich, dass es ihn gab und dass er vielleicht ein Auge auf mich hatte. Als ich sah, dass ein neuer Knick im Buch als Lesezeichen diente, schlug ich die Seite auf. Ich musste wissen, was darin stand. Vielleicht konnte ich das, was immer hier auch vorging, aufhalten. Asael, der Herr der Verderbnis, ist aufgestiegen. Der Arbeitslose konnte ihn nicht aufhalten. Welcher Arbeitslose? Ich legte die Bibel wieder hin und warf dem großen Mann einen entschlossenen Blick zu. Mich würde er nicht brechen. Ich brachte ihm weiter jeden Abend eine Flasche des speziellen Weins, und zu unserer aller Überraschung verbesserten sich seine Werte. Obwohl, verbessern konnte man das nicht nennen. Sie änderten sich, passten aber weiterhin in keine Skala, die Sinn ergab. Eines Morgens, nach der Übergabe mit der Frühschicht, ging ich zum Zimmer des großen Mannes, um die leere Flasche abzuholen. Zu meiner Überraschung war seine Türe geschlossen und ich hörte leises Gemurmel daraus. Ich öffnete sie einen Spalt. »Ja, ja, Herr. Ja, mein Meister. Selbstverständlich.« Ich konnte nicht fassen, was ich da sah. Meine Kollegin Giselle kniete neben seinem Bett, hatte die Hände wie zum Beten gefaltet und sprach zum großen Mann. Immer öfter dachte ich nun daran, einfach zu kündigen. War es wirklich so schlimm, auf der Straße zu landen? Wahrscheinlich würde es nicht mal so weit kommen. Pflegekräfte waren gefragt. Doch ich mochte die Patienten hier. Nur weil ich Angst vor dem großen Mann hatte, konnte ich sie doch nicht einfach im Stich lassen. Ein paar Tage später traf ich erneut auf Bürgermeister Paulsen. Diesmal war es mitten in der Nacht. Ich wusste nicht, wie er hereingekommen war. Gehört hatte ich ihn nicht. »Er braucht jeden Abend seinen Wein. Jeden Abend, Herr Aberdeen«, brachte er angestrengt heraus. Inzwischen sah er kranker aus als der Obdachlose selbst. Sein Gesicht war voller eitriger Geschwüre und eines seiner Augen war ganz rot. Mir fielen auch die vielen Kratzer auf, die er an den Unterarmen hatte. Entweder hatte er sich mit ein paar Katzen gestritten oder jemand hatte sich gewehrt, als er vom Bürgermeister angegriffen wurde. Ich sagte nichts und er schlurfte aus dem Hospiz hinaus. Da ich eine Stimme am Ende des Ganges hörte, ging ich zu Zimmer 6 und lauschte erneut an der Tür. »Aber sicher doch, mein Herr. Ja, mein Herr.« Es war Andrea, unsere Pflegedienstleitung. Auch sie stand in seinem Bann. Was wollten die alle von ihm? Wie machte er das? Am nächsten Tag überlegte ich mir, ob ich die Polizei rufen sollte. Doch was sollte ich ihr sagen? Ein Sterbender, der weder sprechen noch sich bewegen konnte, manipuliert meine Kollegen und treibt sie in den Wahnsinn? Wer würde das glauben? Außerdem hatte der Bürgermeister sicher Einfluss auf die Polizei und war auf so einen Fall vorbereitet. Ich wollte nicht, dass sie merkten, dass ich ihnen auf der Schliche war. Als ich dem großen Mann später seinen Wein brachte, sah ich ihn mir etwas länger an. Ich versuchte, etwas zu erkennen. Ein Zucken oder irgendeinen Fehler, den er machte, falls er mir hier nur etwas vorspielte. Doch das machte er nicht. Er lag regungslos da,
die geöffneten Augen zur Decke gerichtet. Irgendwie fand ich, dass er etwas jünger aussah, als zu dem Zeitpunkt, an dem er bei uns angekommen ist. Ich stellte ihm den Wein auf den Tisch und nahm mir sofort die Bibel. »Mal sehen, was du mir heute zu sagen hast«, sagte ich trotzig. Ich schlug die Seite mit dem neuen Knick auf und las. »Luzifer, der König der Hölle, ist aufgestiegen. Der Mann des Friedens hat Havens Rock zerstört. Die Sieben sind bald komplett.« »Verdammter Mist! Der Teufel höchst selbst? Sein Geschreibsel wurde immer verdrehter.« Als ich die Bibel zurücklegte, lächelte er wieder. »Das konnte nicht sein. Er war doch kein kranker Apostel der Hölle oder sowas. Jemand, der vorhersehen konnte, dass der Teufel bald auf Erden wandeln würde?« So ganz verstand ich seine Botschaften nicht. Ich wusste natürlich, wer Luzifer war, doch wer war der Mann des Friedens? Und was war Havens Rock? Etwa ein Ort? Ich hatte keine Ahnung. Da ich sowieso nichts anderes zu tun hatte, setzte ich mich ins Büro und holte mein Handy heraus. Ich gab Havens Rock ein und bekam sofort einige Berichte über eine Insel in den Staaten. Dort soll es offenbar ein heftiges, lokal begrenztes Erdbeben gegeben haben, welches die Insel in zwei gerissen hat. Das war seltsam. Ich hatte noch nie davon gehört, dass eine Insel in zwei brechen konnte. Und was war ein lokal begrenztes Erdbeben? Viele tausend Bewohner sollen bei dem Unglück gestorben sein und viele weitere wären traumatisiert. Sie berichteten von einem dunklen Mann mit Flügeln und Lichtblitzen am Himmel. Hatte das etwa was mit den Nachrichten zu tun, die der große Mann mir in der Bibel hinterließ? Konnte sein. Ich würde auf jeden Fall dranbleiben. Irgendwann nickte ich jedoch ein und träumte wieder von der Fliege, die jetzt auch mein Fleisch fressen wollte. Zu Hause besuchte ich die Seite vom Jobcenter und sah mich nach offenen Stellen für spezialisierte Pflegefachkräfte um. Natürlich gab es davon eine ganze Menge, doch nicht alle würden mir zusagen. In den meisten Altenheimen geht man oft sehr unmenschlich mit den Bewohnern um. Deshalb habe ich damals auch die Fortbildung gemacht und ging ins Hospiz. Sicher, die Leute starben hier, doch dafür behandelte man sie anständig und es gab nur selten Personalmangel. Wenn man mit dem Tod zurechtkam, würde ich behaupten, dass ein Hospiz der optimale Arbeitsplatz war. Ich würde das ungern verlieren, nur wegen einem seltsamen Unruhestifter, der vielleicht in einem Monat gar nicht mehr bei uns wäre, weil er dann tot war. Doch stimmte das? Würde der große Mann sterben? Anstatt schlechter schien es ihm immer besser zu gehen. Er sah nicht mehr ganz so blass aus, schien jünger zu werden und sogar sein weißes Haar wurde wieder etwas dichter. Doch was war das Endspiel? Auf was würde das Ganze hinauslaufen? Würde er eines Tages einfach aus dem Hospiz herausspazieren? Quicklebendig und jugendlich? Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Langsam machte ich mich auf den Weg zur Arbeit und bemerkte, wie ich inzwischen richtig Angst vor meinem Arbeitsplatz hatte. Als ich ankam, war es ziemlich still. Im Büro war niemand und in der Küche ebenfalls nicht. Ich ging in den Raum, in dem wir immer unsere Teamsitzung abhielten, doch auch hier war niemand. Das war seltsam. Normalerweise sollten alle bereit zur Übergabe sein. Vielleicht gab es ja einen Notfall und man musste sich um einen Bewohner kümmern. Ich ging rüber zu Zimmer 1. Das war das von Frau Kehrstein. Als ich die Türe öffnete, sah ich, dass niemand hier war. Und damit meinte ich nicht nur meine Kollegen. Auch Frau Kehrstein war verschwunden. Das war nicht möglich, denn auch ihr Rollstuhl stand noch in der Ecke. Keiner meiner Kollegen würde um diese Uhrzeit noch dazu ohne Rollstuhl einen Spaziergang mit ihr machen. Panisch stürmte ich hinaus und öffnete die Türe von Zimmer 2. Auch dieses war leer, genau wie Zimmer 3, Zimmer 4 und Zimmer 5. Ich wusste, was das bedeutete.
Oh, ich wusste es genau. Ich musste in Zimmer 6, das Zimmer des großen Mannes. Wenn er nun auch verschwunden war, dann wäre ich mir sicher gewesen, dass der alte Dämon sie verschleppt hatte. Ich atmete tief ein und aus und öffnete dann die Türe. Was ich dort sah, war noch verstörender, als es ein leerer Raum gewesen wäre. Der große Mann lag regungslos in seinem Bett, die Augen zur Decke gerichtet. Er lächelte. Im ganzen Raum verteilt saßen all meine Kollegen und sämtliche Patienten um ihn herum. Den Kopf hatten sie zum Boden gerichtet und die Hände in seine Richtung gefaltet. Sie beteten zu ihm. Was war er nur? Alle waren hier. Frau Kehrstein, Andrea die Pflegedienstleitung, Thomas, Giselle, Hanna und all die anderen. Sie waren alle in seinem Bann. Ich konnte nicht anders und rannte ins Büro, wo ich die Türe hinter mir verschloss. Vielleicht war jetzt doch der Zeitpunkt gekommen, die Polizei zu rufen. Das musste jedoch warten, denn das Telefon klingelte. Irgendwie war ich so erpicht darauf, mit einem anderen, normalen Menschen zu reden, dass ich sofort den Hörer ergriff. Hospiz Köln-Südstadt, Sie sprechen mit Pfleger Mike Aberdeen? Mr. Aberdeen, hören Sie gut zu. Hier ist Aiden Goodman. Der Mann sprach Englisch und ich tat mein Bestes, ihn zu verstehen. Was kann ich für Sie tun? Fragte ich in seiner Sprache. Es geht eher darum, was Sie für sich tun können. Sicher haben Sie schon bemerkt, dass sich in letzter Zeit einige Dinge verändert haben. Das geht nicht nur Ihnen so. Was? Woher wusste er das? Es gab einen, den Sie im Wald gefunden haben, und einen in einer Psychiatrie in Nomor. Dort sind alle Patienten der Station verschwunden, und ich fürchte, man wird sie nie wiedersehen. Wovon sprechen Sie? Von den großen Männern, Mr. Aberdeen. Wie gesagt, wurde einer in einem Wald gesichtet, einer in einer Psychiatrie, und ich bin mir sicher, dass einer ein Gast in Ihrem Hause ist. Laufen Sie weg. Warnen Sie alle, die dort sind, und warten Sie, bis ich Sie kontaktiere. Ihre Nummer werde ich selbst rausfinden. Laufen Sie weg, sofort. Dann legte Aiden Goodman auf. Verdammt, ich wollte mit einem normalen Menschen reden und bekam nur noch mehr Verrücktheiten zu hören. Was meinte er damit, dass es nicht nur bei mir so zugeht? Sollten anderswo noch mehr von seiner Sorte unterwegs sein? Als ich darüber nachdachte, fiel mir die Weinflasche auf, die auf dem Schreibtisch im Büro stand. Einer von den Kollegen wollte sie ihm wohl heute bringen. Das Etikett schälte sich an einer Seite ab, weil es schlampig aufgeklebt war. Plötzlich sah ich, dass es unter diesem Etikett ein weiteres gab. Ich zog das obere ab und zum Vorschein kam ein weißer Aufkleber, der mit einem Kugelschreiber beschriftet worden war. Hatte das der Bürgermeister geschrieben? Immerhin hatte er gesagt, er würde den Wein selbst herstellen. Auf dem Etikett stand Maria, 4 Jahre alt, blondes Haar, blaue Augen. Mir wurde augenblicklich schlecht. War das etwa das Blut eines kleinen Mädchens? Ich kippte den Inhalt der Flasche ins Waschbecken, damit ich die Flüssigkeit besser beurteilen konnte. Und ja, ich war mir ziemlich sicher, dass es Blut war. Als die Flasche nicht mehr damit gefüllt war, sah ich, dass sich eine kleine Kugel noch darin befand. Es war ein kleines, zerquetschtes Auge. Es war blau. Mein Kopf spielte verrückt, mein Puls raste. Dieser kranke Bastard hat Kinder ermorden lassen und ihr Blut getrunken. Was immer er war, er hatte sich dadurch gestärkt. Doch damit war jetzt Schluss. Vollkommen egal, ob man mich 20 Jahre ins Gefängnis stecken würde. Ich würde diesen großen Mann nun wieder zurück in die Hölle schicken. Mit der Weinflasche, mit der ich ihn erschlagen wollte, ging ich zu seinem Zimmer. Als ich dort ankam, fiel sie mir aus der Hand und zerschellte in 100 Teile. Der große Mann saß auf seinem Bett. Er hatte sich seinen Kiefer so weit ausgerenkt, wie es für einen Menschen nicht möglich gewesen wäre. Wie eine Schlange würgte er gerade Hanna herunter,
Das konnte ich nur noch an ihren pinken Schuhen erkennen, die aus seinem teuflischen Maul ragten. Andrea und Thomas fehlten bereits. Sie waren wohl bereits verschlungen worden. Ich hatte mich geirrt. Das hier war kein Mörder oder ein kranker Freak. Das hier war ein dunkles Wesen aus der Hölle, und ich hatte geholfen, es zu Kräften kommen zu lassen. Während sich meine Kollegen weiter bereitwillig fressen ließen, rannte ich davon. Nicht nach Hause, sondern irgendwohin, wo Menschen waren. Ich umklammerte mein Handy und wartete darauf, dass Aiden Goodman mich anrief. Das war die Geschichte. Bis jetzt. Ich bin sicher, das Ganze ist noch nicht vorbei. Doch jetzt muss ich Schluss machen. Eine Fliege hat sich neben mich gesetzt. Und ich mag keine Fliegen. Hallo Horrorfans, hier ist David, der Autor der Geschichten. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, klickt auf das Video hier. Bitte unterstützt meinen Kanal mit einem kurzen Kommentar, einem Like und einem Abo.